In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du nicht, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Weil wir als Paar zusammenleben, noch immer ohne Trauschein sind, hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Hey, 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 denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt ich nicht länger aus. Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort aus diesem ehrenwerten Haus. Ein Tag wie jeder, ich träum von Liebe. Doch eben nur ein Traum. Oh. Menschen, wohin ich schau, Großstadt getrieben. Und auf einmal sah ich sie, 17 Jahre, blondes Haar. So stand sie vor mir, 17 Jahre, blondes Haar, wie find ich zu ihr? La la la, la la la, la 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 la. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich nämlich in Not. Oh, 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 dann föhn ich äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Ich zieh meinen Bauch ein, mach auf heißer Typ. Oh, 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 oh. Und sehen mich die Leute entrüstet an und streng, dann sag ich, meine Lieben, ihr seht das viel zu eng. Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Happy Birthday, Udo.